Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. Im letzten Part haben wir ja mit Jack Kaliel besiegt, da die jetzt auch ein Fenster ausgewählt geworden ist. Und wir haben, glaube ich, hoffentlich nicht mehr so viele Fenster ausgewählt vor uns, da die Zeit uns ja auch wegläuft irgendwo. Weiter und Konsequenzen ist der nächste Duell. Bis auf eine Fenster ausgewählt sind keine mehr übrig geblieben. Und es war Nakisa auch diese zu besiegen. Okay. Das war eine kurze Geschichte. okay. Fernwarten ließ sich nicht so viel zu sagen. Was? Lass uns mal anfangen. Ich weiß nicht mal, was die für Karten spielt. Nachdem wir sie. Warte, das erste Mal sehen. Okay, ich spiele schon mal in Anform und das Mausoleum des Kaisers. Und scheinbar geht es für Lebenspunkte. Interessant, so ein Glück, dass Akisa eigentlich genau für Schaden geht. Ist hier eigentlich auch irgendwas Neues hier dran? Famose Rose. Und halt den schwarzen Rosendrachen. Kannst du Monster Punch Pflanze und einen Friedhof verbannen und dann ein offenes Monster wählen, das den Gegner kontrolliert. Albedo bis zum Ende des Spielzugs die ATK des gewählten Ziels. Während der Battle Phase, falls diese Karte angegriffen hat, kannst ein Monster vom Typ Pflanze von deinem Friedhof verbannen, halbiere bis zum Ende des Spielzugs die ATK dieser Karte und falls du dies tust, kann diese Karte während der Battle Phase ein zweites Mal angreifen. Okay. Ich kenne mich bei ihren Deck halt so gut wie gar nicht aus. Falls diese Karte deiner Hand durch einen Karteneffekt von deinem Deck zugefügt wird. Du kannst die Karte speziell beschwören, das ist sie ja in dem Fall nicht. Extra schwarze Hose kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Falls diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird und du keine andere Karte kontrollierst, ziehe eine Karte und zeig sie. Dann, falls es kein Monster ist, lege sie auf den Friedhof. Zusätzlich zerstöre diese Karte. Okay, das ist glücksspiellastig. Monster, die deinen Gegner kontrollieren können, kein Pflanzenmonster als Angriffsziel wählen. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Pflanzenmonster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Das ist nett. Schwarze Rosendrache ist ja ein 7er Monster. Heißt, mit Violette Hexe können wir Schwarze Rosendrache direkt holen. Falls diese Karte durch Kampfzerstörung auf den Friedhof gelegt wird, wie deiner Hand ein Monster von Typ Pflanze mit 1500 oder weniger der von deinem Deck hinzu. Okay. Heißt, ich beschwöre den Zwillingsrosen, die Zwillingsrosenritterin. Aktiviere natürlich den Effekt. Beschwöre Rosenfee. Okay. Ja. Kein Pflanzenmonster? Ne, es ist ein Hexenmonster, okay. Egal, für Monster Rose kann ich trotzdem beschwören. So, dann, wenn ein Monster von Typ Pflanze, das du kontrollierst, das Ziel für einen Angriff gewählt ist, zerstöre alle Monster in Angriffspositionen, die den Gegner kontrollieren. Oh, etwas? Das hört sich ja okay an. Vor allem, dass ihr nur Rosenmonster spielt, beziehungsweise Pflanzenmonster. Ich könnte das nochmal angreifen. Möchte ich das? Ja, ist eigentlich gerade egal. Hauptsache schön viel Schaden rausballern.
Nee, möchte ich nicht aktivieren. Nicht toll. Hat sehr ganz tollen Effekt. So, ein Glück, dass wir einen mystischen Raumtyphon haben. Wodurch ihre Katze unwirksam wird. Na gut, der Jagd, den kann ich jetzt gerne verwenden. Und sollte ich es riskieren? Nein, ich möchte es nicht riskieren. Ich hole mir mal den Schwarz-Rosen-Drachen. Wenn diese Karte Synchro schon geschworen wird, du kannst alle Karten auf dem Spielfeld zerstören. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Monster in Verteidigungsposition wählen, das den Gegner kontrolliert. Ändere das gewählte Ziel in die offene Angriffsposition. Falls du dies tust, wird seine ATK bis zum Ende dieses Spielzugs zu Null. Ne, möchte ich nicht aktivieren. Möchte ja nicht mein eigenes Monster jetzt opfern. Zumindest würde das gerade für mich keinen Sinn ergeben. Ah, na gut. Wenn sie jetzt kein Monster beschwört, haben wir gewonnen. Oh, das ist die beschwört Friedensbote. Was halt auch ein bisschen nervig sein kann. Und ich hole natürlich die Hexe der schwarzen Hose. Okay, ich kontrolliere natürlich andere Karten. Wodurch der Effekt natürlich nicht mehr getriggert wird. Hätte jetzt auch mit Rosenspiel angreifen können. Ich warte mal. Okay, die heben sich nicht gegenseitig auf. Interessant. So. Ja, wir müssen jetzt abwarten, bis Friedensbote nicht mehr aktiv ist. Und zum Glück zieht sich dadurch Zauberabsorber nicht. Ja, Pflanzenmast Lilienmast vom Typ Pflanze und im Spielfeld zerstört das gewählte Ziel und falls du dies tust, ziehe eine Karte. Dann wirst die Karte ein Monster vom Typ Pflanze ist, kannst du sie vorzeigen und eine weitere Karte ziehen. Interessant. Eine Schadensberechnung eines beliebigen Spielers. Wenn ein Monster, das du kontrollierst, angreift oder angegriffen wird, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Halbiere bis zum Ende des Spielzugs die ATK des Monsters, das du kontrollierst. Aber das Monster kann durch diesen Kampf nicht zerstört werden. Ey, bringen wir jetzt gerade nicht zu viel. Es wäre ein Typ Pflanzenmonster. Von dem her opfer ich es mal. Und ich ziehe nochmal eine Karte. Ich könnte jetzt das Spiel beenden. Das werde ich auch machen. Falls ich es richtig verstanden habe, wird ja jede Karte außer der Schwarz-Rosen-Drache zerstört. Okay, es wird auch zerstört. Das ist doof. Hat ja zum Glück kein Friedensbogen mehr da liegen.
Das ist natürlich ein Problem. Eine andere Karte kontrollierst. Ja, jetzt kontrolliere ich halt wieder eine Karte. So, kein Zugang. Die Karte. Obwohl, ich brauche gar nicht mal eine richtige Karte. Ich kann auch einfach so schwarzen Rosendrachen hören. Lass mich ganz kurz mal, was macht der? Jedes offene Monster, das dein Gegner kontrolliert, verliert 100 ATK mal seine Stufe. Das Rosendrachen würde 700 ATK verlieren. Dann wäre ich und ihr näher gebundenen Unsterblichen. Wodurch ich ihn einfach so versterben muss. Diese Karte kann dein Gegner direkt angreifen. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört wird, außer durch ihren eigenen Effekt, zerstört alle Karten auf dem Spielfeld. Das hat sich jetzt nichts für sie gebracht. Vielleicht das Gutes noch im Deck. Irgendwas, was mehr als 1400 Angriffspunkte hat, am besten. Ja. Ich habe Karten, die mehr Angriffspunkte haben. Und zum Glück darf ich die beschwören. Ja. Das war's dann mit dem Duell. Ich möchte keinen Effekt aktivieren. Was ist los? Warum erlebt die Erde? Schau mal. Da drüben. Noch ein Fenster auswählte. Aber wer könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, das werden wir gleich herausfinden. Okay, schauen wir, was noch nicht der letzte Fenster auswählte. Dann gehen wir zur Götterdämmerung. Im Auserwählten ist es nicht gelungen, alle Fenster und Auserwählten vor Sonnenuntergang zu besiegen. Und der König der Unterwelt ist auferstanden. Sie und die anderen Auserwählten wurden vom feuerroten Drachen zu Rex Goodwin gebracht. Ist es nicht der Tempel unter Goodwins Haus? Der König der Unterwelt kommt hierher, aber warum? Ich weiß es nicht. Erlaubt mir, euch das zu erklären. Ihr habt die Fenster und Auserwählten zwar besiegt, aber nicht rechtzeitig, um das Tor zur Unterwelt zu schließen. Der König der Unterwelt kommt hierher, um das Ritual bald zu bewohnen. Ritual? Das Ritual, das bereits seit vielen Jahrtausenden in diesem Tempel abgehalten wird. Das rituelle Duell wird es mir ermöglichen, die ganze Macht an mich zu reißen und die Welt zu beherrschen. Ich werde euch Auserwählten vernichten und in die Unterwelt verbannen. Im Gegenzug wird der König der Unterwelt meine Wünsche erfüllen und ich kann endlich meinen ultimativen Plan umsetzen.
Also stellst du dich jetzt diesem Duell oder nicht? Natürlich. Wenn es bedeutet, dass ihr Monster verschwindet, wenn ich gewinne, dann gern. Klingt fair. Dennoch wird ihr diejenigen sein, die hier eine Niederlage entstecken müssen. Wir werden sehen. Lass uns anfangen. König der Unterwelt, sagt bloß Jubel, ist wieder auferstanden. Obwohl, Jubel müsste ja eigentlich mit Jaden fusioniert sein. Oh, was du König Jaden? Naja. Ich glaube, das werden wir nicht sehen, dass hier nochmal ein König der Unterwelt aufsteht. Interessant, dass er ein Lichtmonster spielt. Passt irgendwie nicht zu ihm, aber egal. Als diese Karte ein Monster deines Gegners angreift, erhält diese Karte nur während der Damage 400 TK. Als diese Karte ein Monster deines Gegners durchkommt, zerstört bis zur nächsten Stand-by-Phase. Diese Karte wird für 2 in die Grund TK und Death werden halbiert. Moment, was? Ist das bitte für ein schlechter Effekt? Schildkrieger. Ja, mein Schildflügel, da ich schon wieder keine Zauberkarten oder Fallenkarten gezogen habe. Da ist natürlich majestätisch Sternstoppdrache wahrscheinlich rufen. Um das Geld wirklich zu spielen. Natürlich, macht deine Synchron. Sonnendrache Enti. Interessanter Name. Als diese Karte durch beim Zerstören auf den Friedhof gelegt wird, zerstört das Monster, das diese Karte zerstört hat. Und falls du dies tust, füge deinen Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der ATK, zu die das Monster auf dem Spielfeld hatte. Einfach Spielzug während des Dabeifels des nächsten Spielzugs, nachdem diese Karte auf dem Spielfeld zerstört wurde. Du kannst einen Monddrachenquieler in deinen Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Hat es zum Glück nicht im Friedhof? Stimmen. Hol ich mir mal einen Synchronfänger. Ja, das bringt mir schon mal ein bisschen was. Aber noch nicht das, was ich möchte. Jetzt den Sternstopp. So lang wegwerfen sollen. Bei mir halt Abstimmgeschirr. Okay, Stufe 7 oder Stufe 5. Bringt mir gerade nicht so viel. Du kannst ein Monster wählen, das den Gegner kontrolliert, verbannen ist, während der Endfestigspieler es in derselben Kampfposition auf die Spielzeit zurückgehen, dass der Gegner. Okay. Da, was ich mir da hole.
Und dann greife ich mir ihn mal an. Hat da wenigstens ein bisschen Schaden bekommen. Nein. Handsprecher war ja, dass das Monster verschont. Brauche ich gar nicht. Da brauche ich es ja wohl. Also, Schildkrieger. So rum. Okay, fügen wir meine Hand in Stufe 4 Monster hinzu. Jetzt will ich ihn weit zurückgehen und ein bisschen chronisieren. Ich kann jetzt Schildflügel holen. Synchronisierer Atmosphäre Stufe 2 oder niedriger. Ja, bringen wir gerade nicht so viel. Oder wenn das angreift, wird es jetzt nur ein Stufe 2 Monster. Ist halt auch nicht gut. Ja, ich hole mir einfach den Grundplatz hier. Sein Effekt. Hole ich mir Schildflügel. Und Krüppelkrieger. Wie gesagt, das ist halt nicht so toll. Den zerstöre ich als erstes, bevor er dann noch einen Finger holt. Aber ich glaube, er holt nur einen weiteren glänzenden Elf. Ah, nicht mal. Er holt sogar einen Orakel der Sonne. Sonst können wir ja nichts machen. Okay, kommt der Sonnendrachen wieder zurück. Und holt sich natürlich einen zweiten davon. Einer reicht ja nicht. Ich habe schon wieder ein großes Problem. Ja, die Karte kommt natürlich dreimal zu spät. Von dem her muss ich aufgeben. Ja, keine andere Wahl. Es ist halt so, das Kartenglück. Aber es ist nicht auf meiner Seite. Aber na gut. Bevor ich hier jetzt weitermache, glaube ich, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so sollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist wieder. Ciao.